Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit mit den Auswirkungen von Sprache auf die Gesellschaft. Wie kann uns denn Sprache bewegen und beeinflussen? Also wir nehmen über Sprache überhaupt Wirklichkeit wahr und wir prägen auch über Sprache Wirklichkeit. Also das, was wir sehen, gestalten wir auch und benennen es und erkennen es wieder und das verändert sich natürlich auch. Und insofern ist Sprache und Kommunikation ganz zentral für unser Leben. Wir erfahren eben Welt über Sprache und das sieht man am besten bei Kleinkindern, die also langsam einsozialisiert werden in bestimmte Sprachspiele, wie ich das gerne nennen möchte. Also bestimmte Muster, die geregelt sind und die kulturell auch verschieden sind und auch sprachlich verschieden sind. Und so erfahren wir langsam Welt und Wissen. Wie hat sich denn der Sprachgebrauch, die Kommunikation aus soziolinguistischer Sicht in den vergangenen Jahren verändert? Wie kommunizieren wir miteinander? Also ich denke, wir kommunizieren weiterhin face-to-face. In dem Sinn hat sich natürlich interaktiv wenig geändert, weil wir ja weiterhin dialogisch verbunden sind. Es ist aber so, dass neue Kommunikationsmittel auch hinzugekommen sind. Das heißt, wir haben jetzt ganz unterschiedliche sogenannte Kanäle, die wir gebrauchen können, also beispielsweise SMS oder Instagram oder Chatrooms und alle möglichen auch vom Internet zur Verfügung gestellten Foren. Und alle diese unterschiedlichen Öffentlichkeiten verlangen auch unterschiedliche sprachliche Skills und Gewohnheiten und Grammatiken. Und insofern ist unser gesamter Sprachgebrauch breiter gefächert, als er früher war. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen weniger sprechen, sondern wir sprechen oft auch anders und wir haben völlig andere sozusagen Sprachen zur Verfügung. Also ich denke jetzt auch gerade an SMS und Emoticons, die natürlich auch zur Kommunikation sehr behilflich sind und auch nicht andere Formen von Kommunikation unbedingt ersetzen. Also wir sind wesentlich reicher geworden an Kanälen und an Möglichkeiten. Wie kann das unsere oder wie verändert das unsere Gesellschaft, diese neue Art der Kommunikation? Ich denke, dass wir andere Öffentlichkeiten zur Verfügung haben, wo wir uns auch ausdrücken können. Das kann positiv und negativ sein. Also wir sehen ja, und es wird ja auch sehr viel gesprochen über Hass im Internet, also neue Öffentlichkeiten, vor allem auch solche, wo man sich anonym ausdrücken kann, beziehungsweise irgendwelche Namen verwenden kann, erlauben auch sehr explizite Äußerungen von Diskriminierung und Hass. Das ist negativ. Auf der anderen Seite ist es auch positiv, dass viele Menschen Zugriff haben zu solchen Öffentlichkeiten und sich äußern können. Ich denke jetzt an den arabischen Frühling zum Beispiel. Also es gibt positive und negative Seiten. Insgesamt wissen wir noch alle nicht ganz genau, wie wir mit all den neuen Möglichkeiten umgehen, aber sie erlauben und öffnen viele Optionen. Und ansonsten hat sich natürlich Sprache verändert, weil sie verändert sich beständig. Es kommen also neue technische Innovationen, die muss man auch benennen. Es kommen Fremdworte hinein aus dem Kontakt mit anderen Sprachen. Und da wir uns ja viel mehr bewegen als früher, also eben auch kommunikativ, global bewegen, sind Einflüsse von anderen Sprachen und anderen Kulturen mehr zu merken. Und auch der Einfluss der Entertainment, also der Kultur, die über Fernsehen oder andere Medien vermittelt wird. Also wir haben jetzt wesentlich mehr Gebrauch vom deutschen Deutsch in solchen Medien, als wir es früher hatten. Auch aufgrund der Synchronisierung von Medien, also von Filmen zum Beispiel. Also es ist ein ständiger Fluss. Ich sehe das persönlich als Bereicherung und auch in der Sprachsoziologie sieht man das als Bereicherung und keinesfalls als Verfall.
Kommunikation ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Bildung. Wie kann denn Sprache Bildung beeinflussen? Ich denke, dass man alles Wissen eben auch sprachlich erfährt. Ja, also alles, was wir lesen, sehen und hören, ist ja sprachlich vermittelt, auch in Bildern und auch durch andere semiotische Zeichen. Aber Bedeutungen sind immer sozusagen verknüpft mit Sprache. Also insofern ist Sprache ganz grundlegend wichtig für Wissensvermittlung, also für Schule, aber auch für die Vermittlung von sozialem Verhalten. Also wie treten wir miteinander in Verbindung? Das wird umso wichtiger jetzt, wo wir konfrontiert sind mit einer Migrationsgesellschaft, also mit vielen Menschen, Kindern aus anderen sprachlichen Kulturen und auch aus anderen Gesellschaften, mit denen wir in Interaktion treten. Und daher ist Mehrsprachigkeit gefordert und auch interkulturelle Kommunikation. Ich glaube, dass das überhaupt jetzt die Basis sein muss von der Vermittlung von Wissen.